Hallo, 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 hallo. Weiter geht's mit South Park, der Stab der Wahrheit. Willkommen dazu. Ich bin der Lars und ich grüße euch ganz herzlich zu einer weiteren Part hier auf meinem wunderbaren Kanal. Ja, wir sind zurück hier. Oh, Spielzeug. Oh, wie kann man ganze Sachen hier ablegen? Gegenstand lagern könnte ich machen. Wir sind wieder zurück hier. Und zwar zurück ins South Park, ne? Wir waren letztes Mal im Alien-Raumschiff, wir haben ganz viele Nachrichten gerade eben bekommen. Wir checken mal kurz die Lage. Hey, Doyer, danke, dass du gestern mit uns gespielt hast. Hat wirklich viel Spaß gemacht. Ich hoffe, du spielst heute wieder mit uns. Token, Craig gefällt das. Danke nochmal, dass du mich da rausgeholt hast. Ich habe versucht, sie aufzuhalten, aber ich bin einfach zu höflich. Ja, Randy, du bist definitiv zu höflich. Jetzt sind wir mit Alien-Scheiße wieder zurück und ich muss mal kurz gucken, ob wir das überhaupt anlassen alles. Inventar. Abchecken hier. So, Aluminiumhut. Das ist halt stark gegen Aliens, aber allgemein, ich glaube, wir gehen echt mal, wir machen das hier. Wir gehen jetzt komplett, switchen wir unser Equipment und zwar auf Alien-Zeug. Wir werden jetzt krass. Wir werden ein krasser Alien-Boy. So. Alien-Handschuhe. So, jetzt werden wir hier auch alles ablegen. Pass mal auf. Ändern. Ja. Alles entfernen. Na klar. So. Auf den Bogen kommt. Was macht das? Entzieht blutende Ziele 25 TP. Das brauchen wir nicht unbedingt. Fügbar fängt Angriff 10% Schaden hinzu. Das nehmen wir auf jeden Fall. Auf unsere Waffe werden wir den Blitz der Gerät drauf machen. Das ist sehr, sehr gut. Auf den Kopf. Auf den Kopf, auf den Kopf, auf den Kopf. Du hältst 2 MP, wenn du... Nein, 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 nein. Du hältst 1 MP, wenn du geheilt wirst. Nein, 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 nur 2... Okay, müssen wir doch das machen. Was ist das hier? Du fügst 7 Rüstungen zu und... Oh, das ist sehr, sehr geil. Das ist sehr, sehr gut. Das nehmen wir auch noch hier auf die Handschuhe. Packen wir was? Oh, ich wollte es anlassen eigentlich. Ändern, was nehmen wir auf den Handschuhen? Was nehmen wir auf den Handschuhen? Jeder Angriff saugt 10 TP von deinem... Ja, warum denn nicht? Nehmen wir rein hier, schönes Ding. Und somit noch kurz hier auf den Alien-Anzug. Dort können wir eigentlich noch... du hast 10% mehr Gold. Naja, du hast 2 EP, wenn du Feuerschaden hinzufügst. Ich mache ja Feuerschaden mit dem Boden. Das ist natürlich wieder so eine Sache. Das ist echt so eine Sache. Ich würde sagen, dann nehmen wir doch das hier. Sehr schön. Somit sind wir komplett neu equipped. Da hier leuchtender Schleim, Mikrochips, die waren alle auf dem Schiff. Da ist Alabama Man, der war auch da. Alabama Man. Alabama Man schlägt deine Frau. Wie war das nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall eine sehr lustige Werbung. So, sind wir zurück hier. Und können jetzt erstmal abchecken, wo die ganzen Chim-Pokémon sind. Ich könnte jetzt... Oh, das ist ja unser Computer. Ich könnte natürlich jetzt die ganzen Sachen hier ablegen in unserem, ne, in unserer Kiste. Aber die Sache ist so, wir haben ja eh, glaube ich, unendlich viel Platz. Also brauchen wir das nicht. Deswegen gehen wir raus. Hier hatte ich ja alles schon nachgeschaut, ne? Da sind wieder halt überall neue Sachen drin. Muss ich jetzt jeden Tag wieder alles abchecken? Nein. Ich glaube schon. Wow. Einfach total krass. Überall wieder neue Sachen. Das gibt's doch gar nicht. Unter dem Bett, da wo Mama und Papa mich gezeugt haben, da habt ihr doch Liebe gemacht, meine Damen und Herren. So, alles neben mir, alles nehmen, alles raus. Tschüss, tschüss, tschüss. Was habt ihr noch feines? Geld. Geld ist immer gut. Kann man gebrauchen. Los, los, snipen. Dann finden wir noch ein Chip-Pokémon hier. Wir können es nicht beurteilen. Können wir wieder kacken gehen? Oh ja, lass mich wieder kacken. Oh, natürlich. Dankeschön, liebes Spiel. Endlich wieder ein Grund aufs Klo zu gehen. Erstmal schön den... Obama ins Weiße Haus wählen. Aber haben wir ja schon gemacht. So, natürlich den Kackhaufen mitnehmen, was denn sonst? Hier waren wir schon. Dusche ist noch am vom letzten Mal. Da ist noch jemand sich am abhobeln. Wo geht's hier raus? Da. Dankeschön. Tschüss. Und jetzt ab nach unten. Und kurz. Hier kaputt schießen. Nee. Wir werden auf jeden Fall mal kurz dabei hier bei unseren Eltern gucken. Wir haben Eltern, oh mein Gott. Good morning, Champ. Come on, son. Get out there. Make friends. Come on, honey. It's a whole new town. Go outside. You are this close to a timeout. That is Bitch, please. Gib mal was zu essen, verdammte Scheiße. No. Es ist aber früher am Morgen. Du machst mir kein Essen. Yo, und du musst arbeiten gehen, Mann. Arbeite für mich. Arbeite. Ja, okay. Was haben wir hier noch Schönes? Nichts. Kaffee, Kaffee, Kaffeetassen. Einen Scheiß. Raus, Leute. Gehen raus. Moment. Obst. Kann ich nehmen? Ich habe Obst. Was habe ich jetzt genommen? Obst? Okay, ich habe Obst genommen. Welches Kind nimmt Obst? Er muss doch fertig sein mit der Welt. Halt! Die Lampe muss kaputt. Die Lampe muss kaputt und die muss auch kaputt. Es kann ja nicht so ordentlich sein. So, Leute, wir können es jetzt hier... Oh mein Gott! Sie kamen aus nirgendwo. Es gab einen riesigen Erdbeben und dann gab es Brennen in meinem Garten. Hast du es davon gehört? Es ist über die News. Hier, schau! And that a large earthquake and several fires in the South Park area last night woke many residents from their sleep. Here with the report is a midget in a bikini. Ein Zwerg in einem Bikini. Tom, government workers here are assuring everyone nothing out of the ordinary has happened.
They claim that the only reason huge tents have gone up to cover this area is to mask the construction of a new Taco Bell, which will open sometime later this month. Thanks, Midget. I do love me some Taco Bell. The mayor of South Park states that last night's tremors and fires are under control and that hopefully schools and businesses can open again soon. It's horrible. You don't understand. The elves, they took the stick! And it's bullshit because that is totally cheating. We specifically said no trying to take the stick at night. Elves are dirty little liars, and we have to lay waste to their entire base! You have some incredible ability to make friends quickly, Sir Douchebag. I'm sending you on a quest to go out into the lands of Zaron and recruit a whole nother faction to Koopa Keep. Find the goth kids and give them this letter. Get them to join our kingdom, and we shall lay waste to the drow elves once and for all! Fucking cheaters. Okay, Cartman. Machen wir. Rüber an die Goth-Kinder. Wir wissen ja, wo die sind. Die Goth-Kinder. Und zwar hinter der Schule. Da waren wir schon. Wir waren schon über. Bist du wieder mein Begleiter? Rekrutiere die Goth-Kids. Oh yeah. Sehr gut. So, Prinzessin Kenny, kommen Sie mal mit und nehmen Sie mein Ding in den Mund. Nein, wir müssen gucken. Wir können uns jetzt überall hin teleportieren. Irgendwo war hier oben. Hier oben auch ein Teleporter. Ich weiß halt nicht mehr wo. Aber wir besitzen nun diese geile Gabe. Ebenso habt ihr geschrieben, bei Priester Maxi ist ein Chip-Pokémon und bei der Bürgermeisterin. Ich weiß aber... Oh, was ist das denn jetzt alles hier? Kann ich mit diesen Dingern was machen? Scheinbar nicht. Schade. Schade. Ich dachte, ich könnte was machen. So, da oben ist auch nichts. Da, ah, ja, ja, Batas hier. Da wohnt auch Batas. Hier ist auch was eingeschlagen. Hier ist auch alles kaputt. Alles klar. Erstmal abchecken, was jetzt alles Neues geht. Wir werden heute so eine. Komm da raus! Komm, komm. Komm, komm, da. Warte, warte, warte. Halt, halt, komm ich da. Ich will zu den Himmel und dir ins Gesicht schlagen. Warum? Weil ich es möchte. Komm, wer ist denn das? Komme ich da hin? Von der anderen Seite vielleicht? Moment. Es geht halt nicht. Blöd. Blöde Scheiße. Prinzessin Kelly zeigt deine Titten. Warte, geht das? Geht auch nicht. Mann, Prinzessin Kelly, wo bist du denn da? Wir wollen doch alle nur deinen Körper sehen. Ist das vielleicht hier oben gewesen mit dem Teleportieren? Nein, hier ist nur eine Kiste. Die haben wir schon gelootet. Ja. Runter. Tschüss, Prinzessin Kelly. Kommen Sie wieder mit. So, heute ist die gar nicht, ne? So, das ist Randy. Ne, das ist nicht Randy. Ja, bla bla bla. Euch ist noch abgeschlossen. Den können wir wieder hier, ne? Dann weiter wieder rum, die alte Lusche. Gehen wir kurz hoch hier. Es fehlt übrigens noch ein Kindergarten. Kindern haben wir auch alle fertig, aber eins fehlt halt noch. So. Da liegt was rum, da liegt was rum. Da kommen wir auch nicht rein. Das ist verschlossen. Das Klo für die Mädels. Hier sehe ich gerade auch kein Schien-Pokémon. Da ist einfach ein Mädchen, was ich mal ins Gesicht schlage mit einem Riesendildo. Willst du doch auch. So, das hatten wir schon. Moment, Moment. Wir kommen doch hier zu... Da oben ist... Ah, hier. Hier, da habe ich doch was gesehen. Moment. Ja, excuse me. Wir kommen jetzt hier drauf. Und da ist einer drin. Habt ihr es gesehen? Wer war denn das? Und die haben wir in der Tasche. Mana-Trank und Schneeflocken, bitte. Was? Du hast 2 MP, wenn du einen Frostschaden hinzufügst. Ich habe noch kein Frost-Damage. Mein Freund, leider noch nicht. Ja, wer bist du? Wer ist das? Womit bist du jetzt mein Freund? Ich habe keine Ahnung. Wo komme ich sonst noch hin? Linkswo. Hallo, ich kann mich teleportieren. Was geht ab? Moment. Wir müssen randalieren. Randalismus muss sein. Hau die Scheiße kaputt. Ja. Da oben ist noch was zum Teleportieren. Sehr gut. Und da oben ist was zum Looten. Was haben wir hier? Oh, ein neuer Schnurrbart. Oh, und einen knappen Handschuh untersuchen. Fügt 3 Rüstungen zu und schwächt feindliche Gegner. Minus 10% Schaden beim Blocken. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Alles nehmen natürlich. Dankeschön. Taco Bell wurde halt gesprengt. Ich weiß. Tut mir leid. Das wollte ich nicht. Das mit dem Raumschiff. Das wollte ich echt nicht. Komme ich jetzt aufs andere Dach vielleicht noch mit dem Teleporter? Nein, nur noch runter. Schade. So. Oh, ich bin jetzt dahinter. LOL. Das geht. Geil. Ich hätte auch einfach so hinterkommen können. Aber ist egal. So, hallo. Mr.
Cool, das ist Bar Brady, was geht? Wo ging es denn nochmal nach unten? Okay, ich habe ja die Schönheits-OP gemacht. Dankeschön. So. Das haben wir auch alles. Da oben ist auch noch jemand. Wie komme ich denn da hoch? Halt, stopp. Ist hier auch ein Teleporter irgendwo in der Nähe? Wo ich zu diesem alten Drecksack da oben komme? Ich weiß es gerade nicht. Wir können aber runtergehen. Wenn wir runtergehen, da unten ist auch was zum Teleportieren. Da mussten wir eh hin, glaube ich, für die Penner. Irgendwie so. Unten sind allgemein immer Penner. Wissen wir ja. So, kaputt. Ja, ist egal, muss ich ja gar nicht. So. Aliensonde ist da. Einmal kurz rüber. Dankeschön, jetzt bin ich hier. In dem Bereich. Oh, Valkyrie? Was ist das? Valkyrie? Ist das eine Waffe? Neuer Freund, hallo, neuer Freund, ich kenne dich nicht. Ey, was habe ich jetzt neu bekommen hier? Ich erstmal die neue Brille, dann haben wir hier einen neuen Schnurrbart am Start, nehmen wir auch alles. Neue Handschuhe, da werde ich erstmal meine behalten. Hier haben wir auch alles neu, alles Klärchen, alles Klärchen. Was haben wir jetzt bekommen? Ist das eine Waffe? Valkyrie. Valkyrie. Ist das... Moment. Hier auch nicht. Was war denn jetzt diese Valkyrie? Ich weiß es nicht. Bin verwirrt. War das so ein Ding hier? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Wenn ihr wisst, was es ist, schreibt es in die Kommentare. Ich weiß es gerade nicht. Ich komme nicht runter. Wo bin ich denn hier eigentlich? Wo geht's hier hin? Ist eigentlich der ganze Schleim runtergeflossen? Von dem Alien-Raumschiff? Da muss doch irgendwas Krasses passiert sein dann. Alles klar. Nach unten hier. Oh, TV-Auszeichnung gehört. Und Klumpen Scheiße. Ja, das passt ja zusammen hier. Aua. Oh. Wow. Mann, Mann, Mann. Er ist komplett aus. Dankeschön. Was ist das? Oh Gott, eine Ratte. Das ist für den Schweinebärmann. Genau, wir mussten für den ehemaligen Vizepräsidenten El Goyer runter. So war das doch. So, mein Freundchen. Du willst einen auf den Sack, dann kriegst du einen auf den Sack. Alter, der hält ziemlich viel aus. Deswegen benutzen wir gleich unsere krasse Fertigkeit gegen diesen Kollegen hier. Und zwar der stirbende Bolle. Der bin ich auch meistens, aber nur im Bett. So, los, go, 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 go. Bam. Schön. Und Prinzessin Kenny benutzt natürlich was? Natürlich, erstmal kurz Titten zeigen. Wir sind immer gut. Zeig mal deine kleinen Nippels. Oh, ja, 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 da hat er Bock, aber richtig. Ja, 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 ja. Die mutierte Ratte sieht erstmal kleine Männer-Titten. Schön. Und natürlich die Fertigkeit, und zwar Einhornansturm, nein. Pelzige Freunde, genau das. A und D-Spam. Ihr kennt das Spielchen? Du hast es geschafft. Easy. Go. Flächenschaden. Gegen Ratten benutze ich Ratten. Und Kenny hat einfach mal alles zerstört. Mwah. That ass. Sexy ass. As fuck. So, alles mitnehmen hier. Geil. Sonst noch was? Nö. Sehr schön. Kann ich hier rumgehen? Natürlich. Hier ist kranke Scheiße. Hier gibt es mega vieles. Oh, oh, oh. Nein. Das ist genau der. Das ist er, oder? Da wohnt jemand. Etwas, jemand ganz Bestimmtes. Ich gehe da schon hin. Ihr wisst, wer da wohnt. Ihr wisst ganz genau, wer da wohnt. Ich weiß es auch. Hallöchen. Mr. Eggy, der Weihnachtscode. You
sure would make it worth your while. There's Simon, Amber, and Cornwallis. Tell them their father wants them home right away. My baby! Bring me my baby! Also absolut geil. Oh, Miss Thank You, seine Frau. Ich liebe sie einfach nur, die beiden. Das ist ein Pokémon. Läuft bei mir. Ja, mitgenommen kurz. Easy. Muss ich doch. Komm her, mutierte Ratte. Ich wette, ich vergnügen richtig hart. Ich wette, deine kleine Ratteneier. Oh, viele, viele, viele. Viele, viele, viele. Not good, not good, not good. Dann würde ich mal sagen, hier müssen wir auf jeden Fall mit. Lohnt sich nicht. Wir werden erstmal einen ausschalten, und zwar diesen hier. So ist der Plan. Sehr geil. Schön, schön, schön. Der soll auf jeden Fall sterben. Dann werde ich kurz den hier anwidern, und zwar mit Kennys Kleinen, ne? Ihr wisst Bescheid, was? Die Titis wieder. Oh, da freut sich Abo die Ratte. Oh, das ist ziemlich geil. Und wir werden natürlich wieder den ultimativen krassen AOE-Damage machen, damit wir alles killen. Und zwar Fertigkeiten, pelzige Freunde. Let's go. Wieder schön mit A und D abwehren. Das hört man sehr laut bei mir. Sorry, wegen Tastaturmechanik, mechanische und so weiter. Yeah, go, go, Ratten-Spam. Alles tot. Alles einfach tot. Alter, Kenny und Flächenschaden. Oder allgemein richtig krasser Schaden. Gefällt mir. Alles mitnehmen hier. Sehr gut. Ja, wie kriegt ihr den denn da runter? Du kleines Viech da oben. Ich komme, ich komme. Bleiben Sie bitte ruhig. Du bist ja nur ein Stück Scheiße. Dann passt das ja. So, jetzt kann ich hier abstellen, wenn ich möchte. Oder auch nicht. Nein, scheinbar geht das nicht. Ich komme hier lang. Ah, okay, habe ich hinten abgestellt. Das passt. Was haben wir denn hier drin? Oh, Klumpenscheiß. Hätte nicht erwartet, dass hier ein Klumpenscheiß ist. Ob hier gleich auch irgendwo Mr. Garrison ist, weil Mr. Garrison taucht auch gerne in Scheiße. Das ist so, macht er so nebenberuflich. Ein Penner! Wir brauchen noch Penner! Das sind sogar zwei. Zählen die auch als zwei? Wir werden es sehen. So, alles Lächeln. Ich würde mal sagen, ich werde natürlich erstmal mit dem Bullen kommen. Ja, die haben ja gar nicht so viel AP. Aber mit dem One-Shot, wir werden es sehen. Let's go! Gut! Naja, fast. Fast, fast, fast. So, anwidern natürlich erstmal. Den kann ich nicht anwidern. Ja, dann kann ich ja vielleicht den Flächenschaden machen. Scheißegal, let's go. Lalalala, Prinzessin Kenny singt. Schüttel sie ab, ich bin dabei, ich bin dabei. Oh, hab's geschafft, zum Glück. Und go. Es ist so krass. Jo, wie schnell der... Wie viel Tritt er einfach macht. Dafür werde ich jetzt mit der Sonde killen. Tschüss. Alter, der Schaden. Aua, aua. Ich mache jetzt sehr viel Melee-Damage. Ich glaube, der Bogen ist gar nicht mehr so gut. Alles mitnehmen. So, ich habe einen Sieg. Habe jetzt obdachlosen Problem bereinigt. Das habe ich jetzt nicht drauf geachtet, ob ich die Quest fertig habe oder nicht. Denn ich bin doof. Ich achte nie drauf. Alles looten. Dankeschön. So. Kurz abchecken wegen Quest. Das obdachlose Problem. 3 von 7. Naja. Aua. Danke. Hier geht's noch weiter runter. Alter, wo es hier überall hingeht? Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hingehen soll. Ich gehe erstmal runter. Es gibt viele Sachen zu entdecken. Oh, noch mehr. Noch mehr. Ich kann, glaube ich, von der anderen Seite auch was machen. Moment. Sing für uns ein krasses Lied. Moment, von der anderen Seite. Da komme ich gar nicht hin. Ich bin nicht hier. Oh, eine freizügige Perücke und noch eine weitere TV-Auszeichnung, die einfach nur scheiße ist. Oh, starb der. Was ist das denn für ein Item? Neue Waffe, einfach mal instant gefunden. Was ist denn los hier? Abchecken, neue Waffe, neue Waffe. Level 7. 79 bis 110. Und das Ziel beginnt zu kotzen und kann nicht geheilt werden. Oh yeah. Das ist gar nicht mal so schlecht gegen Penner. Weil die ja ganz halt auch... Moment. Nein, nein, nein. Das werden wir kurz ändern. Das werden wir rausnehmen, ablegen. Und werden das hier reinpacken. Weil die ja dich die ganze Zeit heilen, indem sie die ganze Zeit noch was saufen. Ihr kennt das Spielchen, ja? Ziehen wir mal an. Sind wir hier. Ich sollte vielleicht ihn erstmal befreien, bevor ich da nochmal hinlaufen muss. Also Leute, erstmal alles machen, ne? Alter, so viele Wege. Mega, mega geil.
So, hier hoch, alles Gleichen. Und wir sind schon wieder über 20 Minuten. Das geht doch so schnell bei dem Game. Unfassbar. Mann, ich will doch weiterspielen. Aber 20 Minuten ist, glaube ich, gut. So, das war's von diesem Part. Wenn es euch wieder gefallen hat, lasst ein Like. Da würde mich freuen, wie man einen Haufen Super Nasser Boys reingauen. Bis zum nächsten Mal und tschüssi.